Die Verbreitung der Friedensgrüße. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Der Gesandte Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Ihr werdet nicht das Paradies betreten, bis ihr glaubt, und ihr werdet nicht gläubig, bis ihr euch gegenseitig liebt. Soll ich euch nicht auf eine Sache hinweisen, aufgrund derer ihr euch lieben werdet, wenn ihr sie ausführt? Verbreitet den Friedensgruß untereinander. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. Drei Eigenschaften, wer auch immer sie vereint, wird den Glauben vervollkommnen: sich selbst gerecht zu sein, jeden zu grüßen und trotz Armut zu spenden. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Abdullah ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete: Ein Mann fragte den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, welche Vorzüge im Islam die besten seien. Er, der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Speise andere und sage den Friedensgruß zu jedem, den du kennst und den du nicht kennst.